Hallo meine lieben Duftfans, ich hoffe es geht euch gut. Bei mir ist alles okay. Ich weiß, es gab seit längerem kein Video mehr von mir. Erstmals Entschuldigung wegen dem, aber ja, manchmal ist einfach im Leben kommt es anders als man denkt und Pläne muss man über Bord werfen und anderes tun, was gerade mehr Priorität hat oder was wichtiger ist, und darum auch mit der ganzen Weihnachtszeit und anderen privaten Dingen kam ich einfach nicht dazu. Aber dafür bin ich jetzt wieder da und ich versuche hier auch wieder regelmäßiger ein Video für euch zu machen. Und ja, besser ab und zu als gar nicht. Und darum, ja, lasst uns doch heute starten. Heute geht es um drei Düfte für die Ewigkeit. Ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben gesagt, aber ich meine damit einfach drei Düfte, die ich wirklich ohne die ich fast mir meinen olfaktorischen Alltag nicht mehr vorstellen könnte. Und die wie Evergreens in der Sparte Düfte für mich sind. Genau. Ich beginne gleich mit meinem Lieblingsparfüm, weil ohne dieses kann ich mir meinen Duftenalltag wirklich nicht vorstellen. Ich benutze den Duft jetzt mittlerweile sicher schon knapp 20 Jahre. Und ich komme nicht davon los und ich möchte auch nicht davon loskommen, weil es ist wirklich ein wunderschöner Duft. Nicht vergleichbar, einfach eine tolle Sache, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Die mir auf anderen sozialen Medien folgen oder meine Blogposts lesen, die wissen, dass ich ein Riesenfan von diesem Duft bin. Und die anderen, die werden sie jetzt erfahren. Übrigens an alle anderen, die mich noch nicht abonniert haben, die meinen Kanal hier noch nicht abonniert haben, tut das doch bitte, ich würde mich sehr freuen. Also starten wir doch. Und zwar mein absolutes Lieblingsparfum ist Ambre. Ambre von Reminiscence. Reminiscence ist ein Unternehmen aus Frankreich, aus Südfrankreich, so viel mir ist. Wurde 1980, wurde das gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, sehr spezielle, eigene, sehr vielfältige innovative, stilvolle Düfte zu kreieren. Sie machen auch Schmuck, sehr schönen Schmuck und andere Accessoires für, vor allem für die Frau. Genau. Ich beginne mal mit den Noten, die in diesem Parfüm enthalten sind. Und zwar in der Kopfnote ist das Geranium und Gewürznelken. Dann im Herz haben wir Ombre, logischerweise. Dann Zedernholz, Guayaka-Holz, Patchouli und Sandelholz, also alles sehr tiefe, sehr reichhaltige Düfte, die wirklich auch lang haften. Und in der Basis ist Vanille drin, Zistrose, Harz und Moschus. Und wir haben es wirklich mit einem sehr pudrigen Duft zu tun, und zwar nicht floral pudrig, sondern wirklich, wirklich pudrig. Ich mag mich erinnern, als ich den Duft zum ersten Mal gerochen habe, das war an einer Arbeitskollegin auf der Bank, ich war da noch ganz jung und die war nicht in meiner Abteilung, aber die lief da oft vorbei, und immer wenn die an meinem Tisch vorbeigelaufen ist, dann kam da so ein Schwall von diesem Ombre Parfüm. Ich habe mir immer gedacht, oh mein Gott, was ist das? Weil es hat mich wirklich, ohne es zu wissen, gleich an Babypuder erinnert, aber Babypuder mit einem extra Touch, Stil und irgendwie, ja, so wie, ich wusste, das ist wie Babypuder, aber mit wie parfümierter Babypuder. Und irgendwann habe ich sie dann gefragt, ich so, hey, was ist das für ein Duft? Woher ist das? Ich habe das noch nie gerochen. Und sie war lustigerweise, war sie eine Französin, hat mir gesagt, ah, das ist Ombre, das ist von Reminiscence, musst du unbedingt probieren. Und sie hat mir dann angegeben, wo ich das finde. Und das war dazumals, hatte Reminiscence in der Schweiz noch Boutiquen in Zürich und auch in Genf. Und in Genf hatten die diesen Duft.
Und ich habe ihn dann dort bestellt und seit diesem Moment bestelle ich den immer und immer und immer wieder. Heutzutage ist es nicht mehr so schwierig, weil du kriegst den überall in großen Warenhäusern oder bei Parfümerie online versenden, was auch immer. Ich verlinke dir das nachher unten, dann kannst du schauen, wo du den überall kriegst. Aber du musst eigentlich bei Google nur Ombre Rimini Sauce kaufen, dein Land eingeben und dann findest du das bestimmt. Genau. Eben wie gesagt, es ist sehr eine pudrige Angelegenheit. Es ist so ein Badewannen-Frischgefühl mit einem Klatsch Luxus. Und er ist sehr langanhaltend. Also du brauchst nicht sehr viel, du musst dich damit nicht duschen. Ich sage das immer wieder bei diesen langanhaltenden und intensiven Düften. Und ich spritze mir manchmal auch ein bisschen in die Haare, weil das haftet einfach so gut und so lange, dass ich das manchmal, wenn ich die Haare nicht wasche, am nächsten Tag auch noch rieche. Genau. Ich trage es zu jeder Gelegenheit. Im Sommer weniger. Im Sommer finde ich den zu stark, zu pudrig. Im Sommer mag ich mehr frische Düfte, die mich ein bisschen wach rütteln, oft mit sehr vielen Zitrusfrüchten oder auch also einfach in der Kopfnote sehr, sehr belebend. Und dieser hier ist eher, der ist umhüllend, der ist umschmeichelnd, der ist sehr wohlig, darum am liebsten im Winter und Frühling oder dann im Herbst, aber im Winter würde ich den jetzt nicht empfehlen, ist aber meine eigene Meinung und heißt überhaupt nichts. Auf jeden Fall, das ist mein absolutes Lieblingsparfüm und ich bin mir sicher, dass wenn einige von euch das da draußen probieren, dass es auch einer von euren Lieblingsdüften werden könnte. Genau, dann sind wir schon beim zweiten Duft. Und zwar ist es auch ein Duft, den ich mir nicht mehr abschminken möchte, den ich nicht mehr vergessen möchte und den ich bestimmt immer in meiner Kollektion haben möchte. Ich kenne den eigentlich noch gar nicht so lange, habe den auch bei einer Freundin gerochen und habe dann auch gesagt, hey, boah, du riechst ja Bombe, du riechst ja mega. Und sie hat mir dann das gegeben und zwar ist das Not a Perfume von Juliet Has a Gun. Sieht so aus. Juliet Has a Gun ist auch ein sehr bekanntes Label, eine sehr bekannte Marke, vor allem der Gründer davon, das ist Romano Ricci. Und Romano Ricci ist der Urenkel von Nina Ricci. Und wenn man der Urenkel von Nina Ricci ist und mit diesen ganzen Düften und mit dieser ganzen Innovation an Düften und an duftkomplexen Dingen aufgewachsen ist, dann ist man sehr, wie sage ich das, ja, man ist in einer sehr schönen und privilegierten Lage, dieses Erbe oder dieses Talent mitbekommen zu haben. Und er hat das definitiv, hat 2005 hat er dieses Label gegründet, Juliet Has a Gun, und macht seitdem wunderbare Düfte. Alle seine Düfte oder viele seiner Düfte sind mit diesem Duftstoff Ambroxan angereichert. Das ist eine aus der biologischen Forschung ein Duftstoff, genau den man entdeckt hat. Und er hat das bei sehr vielen Düften drin. Aber bei Not a Perfume ist das der einzige Duftstoff, der in diesem Parfüm drin ist. Und darum ist es eigentlich nicht ein herkömmliches oder so ein konventionelles Parfüm, sondern es ist schon speziell, weil es hat weder Kopf-Herz-Basisnote, sondern es hat einfach eine Note und das ist dieses Ambroxan. Und Ambroxan in Verbindung mit der Haut ergibt bei vielen Menschen, nicht bei allen, eine sehr moschusartige Duftrichtung. Sehr weich, sehr warm, sehr tief, sehr, sehr langanhaltend. Es ist aber so, dass dieser Duft nicht bei allen Menschen gleich riecht. Was ich sehr schön finde, zum Beispiel bei meiner Freundin riecht der wirklich mega und ich konnte mich also fast nicht satt riechen. Und bei mir riecht er ganz anders, aber genauso gut, einfach anders. Nicht besser, nicht schlechter, einfach anders. Und das finde ich wirklich mega spannend und finde ich echt eine wunderbare Sache. Kann auch sein, dass wenn du das aufträgst, dass du findest, das
Das sagt mir überhaupt nicht zu. Wie gesagt, je nachdem, was du für eine Haut hast, je nachdem, wie sich der Duft entwickelt, dieses Ambroxan sich mit deiner Haut verbindet, kann das dann anders sich auswirken. Bei mir ist es wirklich so, dass es eine moschusartige Note hat, aber ich würde jetzt im ersten Moment, wäre ich nicht auf Moschus gekommen. Also, ja, es ist einfach eine sehr, eigentlich ist es ein sehr einfacher Duft und zugleich finde ich ihn recht dekadent, weil er riecht sehr teuer, ist es nicht zwingend, er ist nicht billig, aber ist jetzt auch nicht super teuer, aber er ist speziell. Er riecht, ich kann ihn mit nichts vergleichen und er ist sehr, sehr verführerisch, sehr sinnlich. Ich finde den wirklich unglaublich sexy. Ich finde ihn wirklich sehr, sehr sexy. Und er ist auch für Frauen und für Männer, ist unisex. Und ja, probiert es einfach aus. Wie gesagt, es hat ein eigenes Duftvolumen. Ich schwärme jetzt davon. Vielleicht, wenn du es dann probierst, findest du, sagt mir überhaupt nicht zu, obwohl ich kenne nicht viele Leute, die ihn nicht mögen. Also ich kenne eigentlich niemanden, den ich ihn nicht mag. Ich kann verstehen, wenn man jetzt nicht so Fan ist davon und gleich eine große Flasche kauft. Aber dazu empfehle ich dir halt wirklich ein Duftmuster zu holen, damit du das ausprobieren kannst. Weil wenn du dann die große Flasche davon kaufst und du findest es nicht wirklich gut, dann ja, ist auch nicht toll. Er ist dann schon auch nicht billig. Und ich mache das bei solchen speziellen Düften, die sich mit der Haut zuerst verbinden müssen. Und erst nach einer Weile kann man dann sagen, wie es ist, kaufe ich mir immer zuerst eine Probe. Das ist wirklich das Beste, genau. Also probiert es einfach aus. Ich finde es unglaublich innovativ. Ich finde es wahnsinnig luxuriös und ein Parfüm mit nur einem Duftstoff, der sich dann so entwickelt, wie die Haut es vorgibt, finde ich eine total spannende Sache. Genau. Ich verlinke euch das dann auch, wo ihr den kriegt und ja, auch vom Preis her. Und dann kommen wir schon zum nächsten und zum letzten Duft von meinen Evergreens, von meinen Düften, die ich nicht mehr missen möchte. Und zwar ist das Eau de Parfum von Chloé. Chloé, eine Prêt-à-Porter-Marke, wurde 1952 in Paris gegründet und seit 1992, eigentlich noch gar nicht so mega lange, gibt es auch Düfte und wurde die erste Duftkomposition wurde vorgestellt. Auch bei Eau de Parfum Chloé ist es so, dass wir es mit einem sehr pudrigen Duft zu tun haben, aber floral pudrig. Also nicht so wie das Ombre, was einfach pudrig, luxuriös ist, sondern Chloé hat schon auch sehr florale Noten und macht es ein bisschen luftiger, sage ich jetzt mal. Ein bisschen leichter vielleicht, obwohl der Duft eigentlich nicht so leicht ist. Aber es ist nicht zu vergleichen mit dem ersten Duft, den ich euch vorgestellt habe. In der Kopfnote Fräsie, Pfingstnote und Litschi, genau eben, beginnt sehr floral. Wenn du den aufspritzt, hast du das Gefühl, das ist ein Blumenparfüm. Auch in der Herznote, also mit der Note, wo sich am meisten, am längsten mit der Haut verbindet, sind eben Magnolie, Maiglöckchen und Rose drin und darum diese florale Note. Und in der Basis sind dann Amber und Zeder, was dem Ganzen die Tiefe und die Pudrigkeit geben. Und dieser Mix von diesen Blumen und dem Zeder und dem Amber ergeben diese floral-pudrige Note, die sehr intensiv ist, auch sehr langanhaltend und sehr weiblich. Ich finde wirklich sehr, sehr weiblich. Das ist nicht für einen Mann. Und ich finde, er ist sehr verführerisch, sehr sinnlich. Auch nichts für den Sommer, finde ich. Frühling, ich finde, der passt irgendwie am besten zum Frühling, wenn alles erwacht, wenn die Blumen kommen und man sich trotzdem noch ein bisschen eingehüllt fühlen möchte. Es ist ja noch nicht heiß, aber den finde ich wirklich sehr, sehr passend. Auch nicht zu viel, bitte. Der ist echt
relativ stark, obwohl ich vorher von Leichtigkeit gesprochen habe. Aber wenn man ihn zu stark aufträgt, zu viel davon benutzt, dann kann der schon, also der, puh, da findest du schon, hey, jetzt muss ich mal lüften. Ich erzähle das, weil ich habe den auch bei einer Kollegin das erste Mal gerochen im Büro. War es schon ein paar Jahre her. Und die hat aber immer eine extreme Wolke hinterlassen. Also es war wirklich am Morgen, als die kam, war also das ganze Büro, verschiedene Räume waren mit dem Duft berieselt. Und am Abend roch es dann aber sehr gut. Da hat es mir am besten gefallen und ist auch ein Duft, der ein bisschen Zeit braucht und der sicherlich nicht bei jeder Frau gleich riecht. Aber bitte einfach sparsam hier, 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 ein Spritzer, fertig. Also man muss da nicht diesen, ne? Genau, aber auch wunderschön, ein Klassiker, möchte ich nicht mehr missen in meiner Kollektion. Und ja, wir sind fertig mit meinen drei Evergreens, mit meinen drei Düften für die Ewigkeit. Ja, ich hoffe, es hat dir gefallen. Abonniere doch meinen Kanal, wenn du das noch nicht gemacht hast. Und ich hoffe, ich konnte dir wieder drei Düfte vorstellen, die du vielleicht noch nicht kennst oder auf die du jetzt doch nochmal aufmerksam gemacht wurdest. Und ja, probiere sie aus und hinterlasse mir doch in den Kommentaren, wie du das Video findest, wie du die Düfte findest oder ob du auch schon Erfahrungen mit den Düften gemacht hast. Okay, gut. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Und ich danke dir fürs Zuschauen und hoffentlich bis bald. Tschüss!